So, es geht mit der Top 100 weiter und entgegen meiner Ankündigung am Ende des letzten Videos möchte ich euch tatsächlich nicht nur zwei neue Spiele, sondern gleich wieder wie gewohnt 10 weitere Spiele der Liste vorstellen. Wir sind inzwischen bei den Plätzen 70 bis 61 und wir starten direkt mit der 70 durch und das ist Lord of the Rings The Card Game. Ein Living Card Game, welches ihr euch ja auch schon vorgestellt hatte und was bei mir nach wie vor sehr hoch im Kurs ist, denn es ist einfach was ganz Besonderes, dadurch, dass es eben kooperativ ist, man gemeinsam gegen das Spiel spielt oder auch natürlich solo gegen das Spiel spielen kann, was ich auch häufig tue. Es ist kein Spiel, was ich so kurz spiele, sondern wenn, dann nehme ich mir richtig Zeit, sei es alleine oder auch, dass ich mich mit anderen treffe, teilweise zu viert, dass man sich dann hinsetzt und sich genau überlegt, welches Deck brauche ich solo oder mit mehreren, wie können wir uns aufeinander abstimmen und vielleicht eine gute Kombination auch erstellen, sodass wir eine Chance haben, welches Abenteuer wir bestreiten und dann tritt man dagegen an. Und da das eben ein relativ langer Prozess ist, möchte man vielleicht auch mehrmals gleich spielen, bis man es auch geschafft hat oder noch ein anderes Abenteuer versuchen. Es ist eben anders als diese Deckbauspiele, wo man gegeneinander spielt, wo man sich ein Deck zusammenstellt, hofft gegen alles eine Chance zu haben und dann eben mal eine kurze Partie einlegt, sondern hier ist das wirklich für mich ein Erlebnis, aber dann eben ein ganz tolles, besonders, dass es so gut auch solo funktioniert, wobei für mich wirklich das Spiel nach wie vor zu zweit am besten ist, wo man nicht alle Möglichkeiten einfach offen hat, wenn man zu viert spielt, da kann ja wirklich jeder einfach eine Farbe nehmen, sondern zu zweit hat man entsprechend Schwierigkeitsgrad, muss ich uns auch sehr genau aufeinander abstimmen, das macht mir am meisten Laune und das kommt immer wieder auf den Tisch. Okay, wir machen mal weiter mit der Nummer 69. 69 Poison von Rainer Knizia ist ein ganz, ganz kleines Kartenspiel, was bestimmt viele auch übersehen haben, aber ich finde das großartig. Kann man mit sehr vielen Leuten spielen, es ist sehr, sehr kurz, aber es hat eben diese interessante Mechanik, dass man drei Zaubertränke hat, wo man Karten reinschmeißen kann, das bringt einen gewissen Ärgerfaktor mit und so. Und das liegt für mich vielleicht jetzt von der Raffinesse nicht auf einem Level, aber so vom Spielspaß, von der Anwendung, kurz hinter meinem Lieblingskartenspiel 6 nimmt. Also es ist wirklich, wirklich großartig. Gerade weil man es überall mit hinnehmen kann, viele Leute mit einbeziehen kann, ist das was man immer gerne macht, was jeder auch schnell versteht. Also es ist ja wirklich super simpel, aber hat trotzdem eben eine Herausforderung. Es wird mir nicht langweilig. Also es ist ein großartiges Kartenspiel, wenn ihr an so einem schnellen Kartenspiel, was eben jetzt auch nicht so super komplex ist, wie sagen wir mal Wizard oder so, wo man auch wirklich viel denken muss und abschätzen muss. Poison ist eher ein recht lockeres Spiel, aber wenn man daran Interesse hat, sollte man Poison eigentlich auf jeden Fall kennen. Okay, dann machen wir mit der 68 schon weiter. Drachenherz, ein reines Zweier aus der Kosmos-Reihe, großartig. Am Anfang denkt man wahrscheinlich, dass es sehr, sehr viel Glück ist, aber letztendlich kann man das doch relativ gut kontrollieren. Es ist ein Spiel, wo es darum geht, mit den Handkarten gut umzugehen, dann eben Vorlagen vielleicht zu nutzen, Vorlagen aber selber nicht zu machen, so das Typische. Toll dabei auch, dass es visuell sehr eingängig ist, also man sieht durch das Spielbrett, durch die Pfeile schon eigentlich fast alle Regeln. Es ist sehr, sehr einfach, geht aber auch sauflott und das ist ein Spiel, wo es eigentlich auch nicht bei einer Partie bleibt. Man spielt da meistens 3, 4, 5, wenn man sich ärgert und da nochmal was gesehen hat. Und man wird auch besser da drin. Also man kann da durchaus letztendlich auch was bei lernen. Und ich finde es nach wie vor großartig. Also auch kein super komplexes Spiel, aber für ein schnelles Zweier zwischendurch, was man auch überall mit hinnehmen kann, ist das wirklich großartig. Drachenherz haben bestimmt, ich glaube, es kennen gar nicht ganz so viele. Ist ein bisschen auch untergegangen. Ich finde es sehr, sehr schade. Guckt euch das nochmal an. Okay, dann kommen wir zur 67. 67 Mykerinos, glaube ich, spricht man es aus. Und ich muss zugeben, ich habe es noch gar nicht so häufig gespielt. Trotzdem, immer wenn ich es gespielt habe, hat es einen super Eindruck hinterlassen. Es ist ein Familienspiel, was, glaube ich, auch nicht ganz so bekannt ist, kleinerer Verlag. Aber was daran toll ist, es ist sehr komplex, man hat sehr viele Möglichkeiten, aber man spielt das deutlich unter einer Stunde, wenn man drin ist, vielleicht eine Dreiviertelstunde. Und auf dem Zeitrahmen so viel Komplexität zu haben und so viel Spannung, das ist schon sehr, sehr selten. Also da sticht es deutlich hervor. Es ist kein Spiel für länger, aber in dem Zeitrahmen ist es eins, würde ich sagen, der allerbesten. Also wirklich raffiniert, die Entscheidungen, die man dadurch hat, auch dass man während des Spiels eben seine Möglichkeiten, seine Aktionsmöglichkeiten immer weiter entwickeln kann und immer trotzdem mit den Spielern in Konkurrenz steht und sowas, das ist wirklich sehr, sehr eng und sehr gut gemacht. Also tolles Spiel, was
man auch sich gleich mal ansehen sollte, wenn man sich in dem Rahmen bewegt. Ich würde sagen, ein anspruchsvolles Familienspiel schon, aber eben sehr kurz. Also wer da was sucht, der ist da auf jeden Fall bestens beraten. Ich hoffe, dass man da noch gut rankommt. Dann kommen wir schon zur 66. Ra, The Dice Game. Ich weiß gar nicht, ich glaube, gibt es immer noch keine deutsche von. Also das Würfelspiel zum Spiel Ra. Ra, großartig. Hat ja diese einzigartige Mechanik, wie man so bietet. Und das wurde hier eben ins Würfelspiel übertragen. Sogar möglichst nah. Also ist schon, man kann ja Sachen wiedererkennen, auch wenn es natürlich ein anderes Spielgefühl ist, da man ja eben jetzt Würfel benutzt und da ganz andere Entscheidungen hat. Aber man erkennt die Elemente eben wieder, sind gut eingefügt. Und ich muss sagen, eins der unbekannteren Würfelspiele, aber auf jeden Fall nicht schlechter als diese ganzen anderen. Und es ist natürlich jetzt auch eins, was ein bisschen komplexer ist, also eher in die Richtung von Kingsburg und diesen Sachen geht. Also schon eine Komplexität höher als King of Tokyo oder sowas. Auch ein bisschen länger dauert, aber spannende Entscheidungen liefert. Das ist natürlich dann schon glücksabhängiger, sage ich mal, als jetzt der große Bruder Ra. Aber ein tolles Würfelspiel, wo man eben die Elemente wiederfindet. Und das ist auch nichts nur für Fans des großen Ra, sondern es ist auch als eigenständiges Spiel super. Es ist einfach ein tolles Würfelspiel, so mit einer mittleren Dauer. Ich würde mal sagen, so halbe bis dreiviertel Stunde oder so die Richtung. Aber es ist toll. Also wenn ihr Würfelspiele mögt, ist das nochmal ein Kandidat, den ihr euch gut angucken könnt. So, wir kommen zur Nummer 65. Biblios. Das ist ein Kartenspiel, darauf habe ich ewig gewartet, weil es ständig vergriffen war oder nur auf Französisch oder so erhältlich war. Ich glaube, so schlimm wäre es auch nicht gewesen, denn es hat gar keine wirklich Kartentexte. Ich habe mich irgendwie angestellt. Egal. Fakt ist, jetzt besitze ich es endlich und kann es spielen. Ich habe mich da so drauf gefreut und wurde tatsächlich auch bestätigt darin. Also mir macht es unglaublich viel Spaß. Ich finde die Mechanik einfach so raffiniert. Für alle, die es nicht kennen, man zieht ja letztendlich drei Karten nacheinander in seinem Zug in der ersten Phase des Spiels und muss diese drei Karten immer zuordnen. Eine auf die eigene Hand, eine auf dem Stapel für später, wodurch dann noch, da wird eine Auktion noch drum gemacht. Und eine Karte von den dreien wird in die Mitte gelegt, woraus die anderen Spieler dann wählen können. Und das ist immer diese Entscheidung, ich ziehe eine Karte, was mache ich damit? Wenn ich schon eine auf der Hand genommen habe, dann kann ich es nicht mehr machen. Also muss ich sie jetzt entweder auf dem Stapel legen oder für die anderen Spieler bereitlegen. Und so muss ich gucken, die erste Karte, die ich spiele, ist die gut genug? Möchte ich schon auf der Hand nehmen oder nicht? Und immer dieses Hin und Her. Ich muss die drei Positionen belegen mit meinen drei Karten, die ich ziehe und muss eben daraus das Beste machen. Und auch, dass danach dann eben noch diese Auktionsphase folgt, die raffiniert ist, das ist einfach eine tolle, interessante Mechanik, die es so sonst nicht gibt und die hier wirklich klasse umgesetzt ist in der neuen Version von Yellow, die ich habe, auch ganz, ganz toll grafisch aufgemacht. Großartiges Kartenspiel, was so eine Tiefe von Wizard oder sowas dann erreicht, wo man eben schon eine ganze, ganze Menge bei können muss, sehr gut überlegen muss, welche Karten man wohin legt, was die anderen haben, vielleicht sich auch eine Menge merken muss. Also wirklich ein sehr raffiniertes Kartenspiel. Wenn ihr da rankommt, dann solltet ihr euch das auf jeden Fall besorgen. Das empfehle ich wirklich allen Leuten. Also Biblios ist wirklich großartig. Okay, wir kommen zur 64. 64, Merchant of Venus, ist natürlich ein altes Spiel, muss man sagen. Obwohl es jetzt in der Neuauflage rausgekommen ist, wo eine neue, sage ich mal, in Anführungsstrichen Version und auch die alte dabei ist und grafisch neu gemacht und was weiß ich was alles. Man merkt, es ist einfach ein altes Spiel, was man so auf eine Linie setzen kann mit Talisman. Auch wenn es jetzt nicht vom Inhalt so bescheuert, sage ich mal, ist oder so episch lustig, wie man ja schon sagen muss, wie Talisman, ist es so eine Kategorie. Man nimmt sich sehr viel Zeit dafür, das Spiel dauert relativ lange, man setzt sich hin, spielt es runter, man merkt eben diese Fähigkeiten, die man bekommt, wie man sich über das Spielbrett bewegt, das Würfeln und so weiter. Es wirkt einfach alles ein bisschen altbacken und trotzdem, finde ich, ist es was Spaß machen kann. Auch wenn man es nicht hundertprozentig kontrollieren kann, auch wenn es seine Schwächen hat, dass es zum Beispiel am Ende mehr ins Rechnen verfällt das Spiel, ist es trotzdem sehr nett gemacht und sehr atmosphärisch, dass man eben die verschiedenen Planeten entdeckt, mit denen Handel betreibt, dass jeder auch seine eigene Persönlichkeit hat. Und das finde ich einfach sehr nett umgesetzt. Also für Leute, die eben
nicht das perfekte regeltechnische Spiel brauchen, sondern eher so auch so thematische Spiele auch stehen, wie es ja von Heidelberger bzw. Fantasy Flight Games immer gemacht wird. Die sind in der Nische sehr gut bedient. Also ein Spiel, wo man sich auch wirklich dann 3 Stunden Zeit nimmt, das ganz entspannt spielt, ohne dass der Kopf groß raucht, wo man hinterher noch ein bisschen quatschen kann und so. Das ist die Nische und da, finde ich, fühlt sich das sehr gut an. Das ist wirklich ein tolles Spiel, aber man muss eben wissen, dass es was ganz anderes ist als so ein typisches Strategie- oder Handelsspiel. Es ist eben so ein lockeres, etwas älteres Spiel. Okay, wir kommen zur 63. Und schon wieder ein Neueinsteiger, Terra Mystica. Wirklich ja ein sehr durchdachtes und umfangreiches Spiel, was man dafür das Geld bekommt. Wow, Wahnsinn, hatte ich euch auch schon vorgestellt. Warum ich es nicht höher einordne, ist einfach, dass es mir für das, was es macht, letztendlich oder vom Gefühl her, was ich tue, einen Tucken zu lang ist, vielleicht einen ganz kleinen Tucken zu überladen wirkt manchmal. Ich weiß nicht, was es ist. Vom Gefühl her ist es einfach so, dass ich andere Spiele lieber spiele und dann auch manchmal denke, da könnten ein bisschen mehr Entscheidungen noch hinterstecken. Das Ganze ordne ich schon fast eher bei einem Familienspiel ein, wobei es dafür viel zu komplex ist. Ne? Aber vom Gefühl her, was sich bei mir hinterher breit macht, ist es so, dass es mit einem anderen Strategiespiel von der Tiefe für mich nicht unbedingt mithalten kann. Trotzdem nach wie vor eine großartige Sache, vor allem auch von der Gestaltung, vom Umfang, ein tolles Spiel. Wenn ihr es verpasst habt, solltet ihr es auf jeden Fall mal gespielt haben und dann könnt ihr euch euer eigenes Urteil machen. Ich denke, ein Platz 63 ist schon relativ oben mit dabei, dafür, dass es erst so kurz da ist. Okay, wir kommen zur 62. Titania. Ich glaube, ein Spiel, was bei den Kritikern damals ziemlich durchgefallen ist und was da auch irgendwie keiner kennt. Ich finde es irgendwie saugut. Ich weiß auch nicht, manchmal habe ich das ja. Es ist natürlich ganz klar ein super einfaches Familienspiel, aber da für mich einfach ganz oben mit dabei, muss man ganz klar sagen. Ich meine, es hat ja wirklich fast keine Regeln. Es ist ja nur wieder dieses Typische mit dem Vorlagen machen. Wenn ich dahin gehe, dann kann der Nächste dahin gehen. Möchte ich das? Überschneidet sich das mit meinen Zielen und so weiter? Muss man eben gucken, wer alles mitspielt, dass ich niemandem wirklich zuspiele, meine eigenen Ziele verwirklichen kann. Aber da gibt es schon ein paar Möglichkeiten eben auch. Vor allem diese Seesterne, die ich auf die Türme noch setzen kann. Dieses Bauen mehrerer Farben gleichzeitig und sowas. Da gibt es schon ein paar Kniffe, die ich durchaus bedenken kann. Es ist ein Spiel, was man eben sehr schnell erklären, sehr schnell runterspielen kann und das macht für mich einfach Laune. Dazu ist es toll gestaltet. Das Thema ist jetzt zu vernachlässigen. Ich meine, man fährt da rum und baut das mit auf und so und der Neue wird dann König oder irgendwie sowas war das. Das kommt nicht wirklich rüber, aber es ist trotzdem, es sieht einfach nett aus, es ist wirklich schnell erklärt. Also wenn man in die Richtung Familienspiel geht, würde ich nicht viel weiter suchen als das. Da finde ich das sehr, sehr gelungen. Und es ist auch, auch wenn es Spiele, man denkt immer so in dieser Art so gibt, ist es für mich doch irgendwie noch einzigartig. Also ich habe kein anderes Spiel im Schrank, wo ich sagen würde, ja, das macht im Prinzip genau das Gleiche, nur mit einem anderen Thema oder so, sondern diese Mechanik, die da benutzt wird, die Optionen, die man hat, finde ich schon sehr, sehr gut gemacht. Also es ist so, wie es ist, einfach, finde ich, ein klasse Ding, was natürlich nicht auf viele Partien jetzt etwas halten kann, weil es eben nichts gibt, wo das Spiel jedes Mal komplett anders ist oder ähnliches. Es gibt Elemente, aber es spielt sich eben doch ab. Aber dann tut man es weg und holt es ein andermal wieder raus, spielt es mit anderen Leuten. Dafür, denke ich, ist es völlig in Ordnung. Und darum bei mir auch auf jeden Fall auf ganz lange Sicht im Schrank gesichert. So, wir kommen schon wieder zum letzten Titel für heute. Das ist die 61. 61 Descent in der Neuauflage, die zweite Edition, ist großartig geworden, wirklich eine super Box, die nach wie vor Spaß macht. Wie ich euch schon gesagt habe, ich finde einfach alles von der ersten Edition, was man irgendwie braucht, vor allem auch diese Kampagnen, die Entwicklung der Helden, alles das ist alles hier in der Grundbox drin. Ich bin schon gespannt, was jetzt die Erweiterungen, die kommen, noch dazu beitragen. Es ist halt trotzdem teilweise so ein bisschen trashig, wie man sagt. Ich hoffe, wir spielen das richtig, aber wenn die Drachen dann wieder anfangen, Tür auf, Feuerball, Tür zu, dann denkt man sich manchmal doch, naja, ist jetzt nicht mehr ganz so thematisch. Aber im Großen und Ganzen ist das einfach ein tolles Fantasy-Erlebnis und man kann sich ja bemühen, das thematisch zu spielen. Gerade wie die Helden zusammenarbeiten, wie man die entwickeln kann über die Abenteuer, wie man da einkaufen kann. Diese Reise ist einfach alles klasse gemacht. Es ist wirklich großartig. Auch dieses Spielgefühl einer gegen alle finde ich einfach super umgesetzt, solange man damit umgehen kann, wenn man dann nicht
auf dem einen wirklich letztendlich rumhackt. Das macht dann auch keine Laune mehr, wenn einer mal nur der Böse ist. Aber das war bei uns nie ein Problem. Uns macht das hingegen sogar sehr, sehr viel Spaß, wenn man einerseits zusammenarbeiten muss, aber auch einen Gegner hat. Oder auch gerade dieses Gefühl, alle gegen einen ist doch auch immer, ist immer wieder super. Also Descent ist wirklich klasse. Ich kann euch nur noch mal empfehlen, holt euch hier in Deutschland die Deutsche. Ihr müsst, um die Atmosphäre rüberzubringen, die Texte vorlesen. Und es macht einfach keine Laune, die entweder komplett auf Englisch vorzulesen oder so der Semi zu übersetzen beim Lesen. Das kommt nicht rüber. Es ist viel cooler, wenn man einfach die direkt vorliest und loslegen kann. Vielleicht auch nicht immer noch irgendeine Fähigkeit erklären muss. Und selbst wenn man Englisch beherrscht, auch die Leute am Tisch damit kein Problem haben, ist es irgendwie dann doch nochmal was anderes. Aber nur meine Meinung, überlegt euch das. Letztendlich denke ich aber, wenn man auf Fantasy-kooperative Spiele, diese typischen, Entschuldigung, diese Verliesspiele, Dungeon-Spiele steht, Kampfspiele steht, taktischer Kampf, dann kann man an Descent 2 einfach überhaupt nicht vorbei. Es ist für mich das Spiel in der Richtung, was das macht, und das muss man dann einfach haben und sich dafür Zeit nehmen. Wobei man sagen muss, das geht jetzt ja in diesem Fall sogar schon schneller. So viel Zeit braucht das ja gar nicht mehr. Auch das haben sie ja super überarbeitet. Also von vorn bis hinten eine super Sache. Ja, und damit sage ich schon wieder Tschüss. Jetzt darf ich mich nicht versprechen. Nächstes Mal geht es auch wieder mit 10 Spielen weiter. Und zwar mit den Plätzen 60 bis 51, wo wir dann auch schon so etwa mit einem Unterschied, oder? Muss ich jetzt... Auf jeden Fall haben wir dann auch das Ende erreicht. Die Hälfte haben wir dann erreicht. Ja, bis dahin würde ich mich freuen, wenn ihr wieder eure Kommentare hinterlasst, wenn wir noch ein bisschen über die Spiele sprechen. Und dann geht's bald schon weiter. Bis dahin. Ciao, ciao.